Abend, liebe Zuschauer. Viele Gerichte tragen in ihrer Bezeichnung den Namen der Stadt, die sie berühmt gemacht hat. Zum Beispiel Kieler Sprotten, Linzer Todde oder Regensburger Domspatze. So verhält es sich auch bei dem aus Bremen stammenden Hamburger Lapskaus. Die Meinungen über den Lapskaus gehen auseinander. Die einen mögen ihn nicht und die anderen wiederum behaupten, es sei das Scheußlichste, was ihnen je auf den Teller gekommen ist. Die Herstellung des Lapskaus ist nicht ganz unkompliziert. Zunächst einmal kaufen Sie sich einen Hering und hängen den vor den Ventilator in der Küche, damit dort immer frische Seeluft herrscht. Wir haben das mal für Sie vorbereitet. Nun kommt der langwierige Teil. 6 Wochen lang müssen Sie alles, was Ihnen in der Küche heruntergefallen ist, Abend für Abend auffegen. Die so erhaltene Masse drehen Sie dann durch die feine Scheibe eines Fleischwolfs, falls dieser sich nicht dagegen wehrt. Zu dieser Masse geben Sie dann noch den Hering, der jetzt am Ende der 6. Woche gut abgehangen ist und praktisch von selbst zerfällt. Und in dieser feuerfesten Form wird der Lapskaus dann so lange überbacken, bis die Nachbarn vom Geruch der Spezialität überwältigt, ihre Häuser verlassen oder niederbrennen. Mir bleibt nur noch Ihnen einen guten Appetit zu wünschen. Hummel, Hummel, Ihr Harry Hummer. Die Forelle ist normalerweise ein Karpfen bei mir am Wasser. Der ist nicht gefroren. Der ist frisch. Er wird genommen. Und jetzt kommt, das ist eigentlich das Einzige, der Trick dabei, ist bei einem Karpfen, ein Karpfen riecht immer ein bisschen nach Moos. Und da hat mir ein alter Fischer ein Rezept gegeben. Er hat gesagt, du übergießt den Karpfen, bevor du ihn dir zutust, mit kochendem Essig. Hier ist der Essig, der kocht noch nicht ganz, aber normalerweise kocht er richtig. Dann tun wir das da drüber. Gefrorene Forelle. Zur 72. Folge unserer Reihe Das Fernsehgericht. Es kocht für Sie Paul Combus. Monsieur Dan, meine Damen und Herren, encore une fois, wieder einmal habe ich derli das Vergnügen, Ihnen zu präsentieren, wie man zubereitet eine Omelette. Diesmal, es handelt sich um der Omelette Soufflé Surprise, was auf Deutsch so viel essen mag wie eine aufgeblasene Eierküchenüberraschung. Sie können übrigens finden, der wie das Rezept in meinem neuesten Buch, Paul Combus, hinter die Löffel geschrieben, für 22,50 Mark. Sie können in jedem Auskauf sich kaufen. Also was braucht man? Wir benötigen für unsere Omelette 6 Eier Fondue. Voilà. Dann wir haben 30 Gramm von die Butter, 50 Gramm Puderzucker und von die Zitrone, wir nehmen ein 3 Teil. Voilà. Und von die Salz, wir haben eine Prise. So, das habe ich alles. Und nun? Und hier, wir haben die Surprise, ein Cognac. Voilà. Cognac. Er mit seinem Cognac. Wo kriege ich denn jetzt einen Cognac her? Sie können kaufen in jeder Geschäftsfach. Rum tut's auch. So. Macht er damit? In eine kleine Topf oder Kasserolle. Wir geben einen Teil von dieser Cognac. Aber bitte, bitte einen nicht zu kleinen Schluck. Voilà. Eh bien, formidable. Alors, inzwischen, wir haben zu trennen die Eier. Wir haben das schon vorbereitet. Voilà. 6-mal das Gelbe von Ei. Schieben! Ich komme mit! Man hat sich beschwert von den Zuschauern bei der Anstalt von der Sendung, wo ich mache, dass ich würde von den Zutaten zu viel. Was macht die Anstalt von der Sendung, wo ich mache mit dem Geld? Verschwenden. Ich würde zu viel verschwenden von den Zutaten. Wir traktieren dem Eiweiß auf dieser Art und Weise, bis wir bekommen eine große. Das kann. Das kann.
Wir nehmen jetzt unsere Sucre. Er ist gepudert. Und mit diesem Löffel, voilà, wir schlagen ihn durch ein Sieb. Jetzt langsam, Guzman, über die Eier. Comme ça. Und dann geben wir in eine vorgewärmte Pfanne mit Butter die Eier hinein. So, so. Und rühren ihnen das, was wird. Wir haben das schon vorbereitet. So sieht es dann aus. Und nun, wir können unsere vorgewärmte Cognac nehmen und wir wissen darüber, voilà. So. Und après, nach einer Entzündung, voilà, la surprise, man überrascht. Ich wünsche Ihnen wieder Titel zu dieser Omelette-Soufflé-Surprise für vier Personen. Bei weniger Personen, Sie nehmen entsprechend weniger Zutaten, d'accord? Halt, nicht abschalten! Was soll ich denn jetzt mitmachen? Auf Wiedersehen, bis bald. Voilà. Für den Anfang nicht schlecht. Guten Morgen. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, ich bin noch Anfänger. Könnten Sie mir vielleicht sagen, wie man einen Fisch fängt? Aber sicher. Sehen Sie, so einfach ist es. Zauberwetter. Einmal dasselbe, bitte. Kaffee haben. Selbstverständlich, mein Herr. Herr Ober? Tut mir leid, mein Herr, aber dies ist nicht mein Tisch. Es ist eigentlich schade. Wie meinten Sie eben so richtig? Es ist schade, dass so viele alte Bräuche in Vergessenheit geraten. Ja, das Schinkenklopfen zum Beispiel. Na, und sowas dachte ich eigentlich weniger. Was dachten Sie denn? An die Henkersmahlzeit beispielsweise. An wem bitte? Die Henkersmahlzeit. Das war so ein richtig schöner, althergebrachter Brauch. Und heute weg. Ja, ja. Die Henkersmahlzeit verschwand naturgemäß mit der Abschaffung der Todesstrafe. Und entschuldigen Sie, die Todesstrafe war kein so ein guter alter Brauch. Ja, von der redet ja auch keiner, sondern von der Henkersmahlzeit. Ja. Aber ohne Todesstrafe keine Henkersmahlzeit. Das ist ja das Dilemma. Eins zieht das andere nach sich. Und so wird unsere Kultur immer ärmer. Bitte, was hat die Henkersmahlzeit mit Kultur zu tun? Mit Esskultur? Hören Sie mal, so mancher arme Teufel kam doch erst durch die Henkersmahlzeit in Berührung mit der gehobenen Gastronomie. Also ich weiß. Und wenn Sie sich mal überlegen, die Henkersmahlzeit ist doch das letzte Mal. Ne? Da kommt es doch auf ein paar tausend Kalorien auch nicht mehr an. Ach, Sie meinen so richtig entspannt futtern? Genau. Fünf Gänge? Mindestens. Und all diese Sachen, die man sich früher nicht hat leisten können? Sehen Sie, jetzt finden Sie auch Geschmack an dem Gedanken. Ja, vor allen Dingen bei dem Gedanken, was ich mir bestellen würde. Ach, das wissen Sie schon? Na los, raus damit! Knollenblätterpilze. Kontrolle, die Fahrtausweise bitte. Fahrausweis bitte, danke. Fahrausweis bitte. Und Sie?
Ogli Rumspinat. Der leckere Spinat mit dem Schuss Rum. Blub. Hallo Omi, kennst du schon den Blub? Hören Sie mal, kennen wir uns nicht? Sind Sie nicht so ein kleiner Dicker? Wir möchten beiden etwas essen. Etwas Großes? Nein, etwas Kleines. Was soll das sein? Zwei Hühnersuppe. Zwei Hühnersuppe! Ein bisschen Salz, bitte. Herr Ober, wo bleibt denn mein Kaffee? Kaffee? Also bitte. Dankeschön. So. Kein Zucker, bitte. Kein Zucker? Kein Zucker, bitte. Milch? Ja, gerne. Alles rein? Ja, bitte. Das ist doch keine Suppe, das ist Geschirrspülwasser. Die Dame ist auch schon weggegangen, weil es so schlecht ist. Versuchen Sie es selbst mal. Darf ich? Ja. Zuschauer. Heute kommen wir zur Spezialität eines Landes, das kulinarisch noch weitgehend unerschlossen ist, nämlich Russland oder wie man heute neuerdings häufiger hört, Sowjetunion. Wir wissen, dass der Russ sehr musikalisch ist. So liebt er zum Beispiel den Klang der Perestroika und die Stimme der Regensburger Domkosake. Was aber, frage ich Sie und mich, schiebt sich der Russ an Festhaare hinter die Kiemen? Wenn der Russ überhaupt was zu essen bekommt, dann ist es Borscht. Zwei Dinge sind am Borscht schwierig. Erstens, ihn auszusprechen und zweitens, ihn zu essen. Was die Aussprache betrifft, so kommt darin zweimal Sch vor. Und so schmeckt er auch. Entspannungspolitik hin und her, aber dieses russische Nationalgetränk ist für westeuropäische Speiseröhre ziemlich schwer zu schlucken. Wenn Sie sich dennoch nicht beherrschen können, hier das Rezept. Sie nehmen eine sehr kleine Dose Borscht. Sie nehmen eine sehr kleine Dose Borscht und werfe den Inhalt ins Klo, nachdem Sie das Blech abgemacht habe. Wir haben das mal für Sie vorbereitet. Dazu trinkt der Russe Wodka und zwar nicht zu knapp. Somit können wir auch diesem Gericht wieder eine angenehme Seite abgewinnen. In diesem Sinne erhebe ich mein Glas und sage na den Borscht. Ihr Harry Hunger. Heute kochen wir eine echte spanische Paella. Das Endprodukt hat hinterher so auszusehen, genüsslich und bekömmlich. Haben Sie keine Paella-Pfanne zur Hand, tut es auch Muttis hausgemachte Bratpfanne. Jetzt muss eigentlich ein bisschen gelber Safranreis dazu, den hat man meistens nicht. Da tut es auch Kartoffelpüree, das ist genauso gelb und genauso lecker. Sind die Muscheln mies, machen wir das ganz einfach. Wir nehmen echte deutsche Würstchen, auch ein absoluter Renner. Die Langusten sind im Geschäft sowieso viel zu teuer, also tun wir das schöne Eisbein drauf. Das Ganze wird aromatisch und stark mit ein bisschen Sauerkraut und abgerundet mit einem Scheibchen Zitrone. Wenn Sie diese leckere Paella mit ein bisschen Flamenco-Musik servieren, weht ein Hauch Spanien durch Ihre Küche. Ich kann nur noch sagen, hasta la vista und voilà. Für Sie ganz frisch auf dem Tisch.
Denn nachdem ich gesehen habe, dass Sie hier wie auf heißen Nägeln sitzen, habe ich unseren Koch Feuer unterm Hintern gemacht. Bei Vishnu, ich mag mich ja irren, aber das sieht aus wie schon mal gegessen. Denken Sie dran, gut gekaut ist halb verdaut. Buon appetito, Sahib. Ciao bello. Was machen Sie eigentlich beruflich? Ich bin Wirtschaftsberater bei einem großen deutschen Konzern, dessen Name Sie verstehen. Die Herrschaften haben gewählt? Ja. Ich nehme das Entenleberparfait in Brioche, die gelierte Kalbsschwanzkraftbrühe mit gegrilltem Hummer, dann die Spargelspitzen mit pochierten Fasaneneiern und Oeufs d'Escargot. Dazu trinke ich den 83er Hattenheimer Nussbrunnen. Dann den Lammrücken mit Rosinenfüllung in Mangold. Dazu den 81er Montrachet Domaine Romane Conti. Und ich schließe ab mit dem Maikraut-Soufflé mit Pfirsich-Sabayon. Jawohl. Und wir, meine Liebe, was nehmen wir? Bitte einmal strammer, Max. Das ist eine gute Idee. Kann ich meine Bestellung noch mal ändern? Hallo, hier meldet sich Wolfram von Schlabbersdorf, Ihr Gourmet-Tester unterwegs. Heute aus der gastronomischen Diaspora, dem Industrierevier, wo niemand so recht lokulische Genüsse vermutet. Und dennoch, gerade hier entdecke ich Bernies Imbiss, ein Lokal, dem man mit dem Begriff Wurstbude nicht gerecht werden kann. Nein, hier bei Bernie spürt man, warum deutsche Wurstbrater auch heute noch den Zipfel vorn haben. Nicht umsonst ist Bernie der erste Imbissstand, dem der deutsche Michel 3 Sterne verliehen hat. Das Dekor bei Bernie ist völlig unprätentiös, rustikal und volkstümlich. Und auch der Service lässt hier nichts zu wünschen übrig. Die anheimelnde Atmosphäre bei Bernie, sie beginnt schon beim Aperitif. Denn wenn Bernie einen Getränkevorschlag macht, kann man sich darauf verlassen, dann braucht der Gast nur noch zu wählen. Was wollen Sie, Bier oder Limon? Glas oder Büchse? Wofür der Gast sich auch entscheidet, Bernie dekantiert sorgfältig. Das gewünschte Getränk hat die richtige Temperatur, die der Wirt sorgfältig prüft. Und wenn Bernie probiert, dann kann man sicher sein, dass es schmeckt. Die Speisekarte bei Bernie ist angenehm kurz. Ein sicheres Zeichen dafür, dass hier alles frisch ist und der Saison entspricht. Die knusprigen Kartoffelgerichte sind Bernies ganzer Stolz. Ketchup oder Mayo? Aber auch seine fette Mayonnaise, seine trockenen Brötchen und sein lascher Senf müssen den Vergleich nicht scheuen. Unübertroffen ist Bernies Spezialsoße von herrlich intensivem Geschmack mit Cayennepfeffer und einem Tropfen Dieselöl abgeschmeckt. Auch wie Bernie mit Fleisch umgeht, da zuzuschauen, das ist ein wahrer Genuss. Warme Frikadellen, kalte Koteletts und nicht zu vergessen, der Kartoffelsalat aus handgeschnittener Siglinde, all das sind Dinge, die in der deutschen Gastronomie ihresgleichen suchen. Und wem nach einem solchen Imbiss bei Bernie der Sinn nach etwas Bewegung steht, der findet hier auch sofort die passende Begleitung. Hallo Süßer! Eine Pizza Napoli! Mit extra Mozzarella! Guten Tag, ich hätte hier einen Rahmschnitzel. Mit Pommes Fritz und Salat. Wir führen keinen Rahmschnitzel. Aber keinen gemischten Salat, bloß grünen. Aber ich sage Ihnen doch. Oder von mir aus können Sie noch ein bisschen Gurkensalat. Da können Sie was von beiden. Vielleicht noch Kresse. Kresse esse ich ja für mein Leben. Ja, soll ja auch so gesund sein. Wir haben weder Kresse noch Gurken noch Grünsalat. Ach, das haben Sie ja nicht. Haben Sie denn Tomatensalat? Ja, haben Sie Tomaten? Tomaten? Ja, aber... Wunderbar! Nehme ich einen Rahmschnitzel mit Pommes frites und Tomatensalat.
wir haben kein Rahmschnitzel. Nimm mir einen Jägerschnitzel. Aber da möchte ich dann keine Pommes dabei. Da möchte ich dann diese Dinge, wie heißen, Spätzles. Haben Sie Spätzles? Wir führen weder Pommes frites noch Spätzle. Und erst recht kein Jägerschnitzel. Nimm mir Rahmschnitzel. Fleisch mit Reis. Curryreis. Haben Sie Curryreis? Mein bester Herr, das hier ist eine Pizzeria. Ach, dann gibt hier ja nichts zum Essen, ja. Natürlich gibt's hier was zu essen. Dann nehmen Sie mir doch einen Rahmschnitzel. Wir haben keinen Rahmschnitzel. Wir führen nur Pizza. Was ist das? Pizza? Eine italienische Spezialität. Ach, Sie, ich hab mal in einem italienischen Spezialitätenrestaurant gegessen. Die hatten einen Rahmschnitzel. Aber hier gibt's noch Pizza. Das sagten Sie schon mal. Das sag ich Ihnen dauernd. Ist das denn was Gutes, so eine Pizza? Vorragend. Kann ich das mal sehen? Zeigen Sie mir. Ja, natürlich. Hier. Ach, das ist Pizza. Sieht doch aus wie Kuchen und ich mach doch nichts Süßes. Die Pizza ist überhaupt nichts Süßes. Da ist Käse drauf und Tomaten, Champignons, Oliven, Salami, Peperoni, was Sie wollen. Ist ja toll. Nehme ich so eine Pizza. Und was soll ich Ihnen drauf tun? Rahmschnitzel. Guten Tag, meine Herrschaften. Bitte nehmen Sie Platz. Darf ich Ihnen die Karte geben? Bitte schön. Möchten Sie etwas trinken? Mineralwasser. Mineralwasser, sehr gern. Und Sie bitte? Mineralwasser. Ein Mineralwasser, bitte schön. Verzeihen Sie, meine Herrschaften, in unserem Haus ist verboten, sein eigenes Essen zu verzehren. Entschuldigung. Ja, was gibt's denn heute? Filettöpfchen San Remo. Mahlzeit. Oder Mahlzeit. Mahlzeit. Oder Mahlzeit. Herr Doktor, Mahlzeit. Ein Hackbraten. Aber den Hackbraten von voriger Woche, der ist doch abgeschafft worden. Weil da haben Sie Mahlzeit. Weil dann haben Sie Mahlzeit. Weil da haben Sie doch dafür dieses Hühnerfrikassee eingesetzt. Nein, Hühnerfrikassee, das hat es jetzt schon zwei Wochen nicht mehr. Mahlzeit. Ja, das haben Sie aber grundsätzlich eingesetzt, weil Sie Mahlzeit. Da haben Sie Filettöpfchen San Remo, das schaut, oder Irish Stew. Ja, aber wissen Sie, für gerade dieses Filettöpfchen, das ist ganz, ist ganz gefährlich. Ich habe ja vor 4 Monaten, Mahlzeit. Also aber ich weiß, wissen Sie, ich gehe nach Mahlzeit. Ich gehe dann nach meinem Magen. Also ich finde gerade, dass Donnerstag, also ob das jetzt Filettöpfchen sind, Mahlzeit oder Kabeljaufilet, Mahlzeit. Sie sind ja, aber Sie haben doch diese Fleischklößchen mit dieser Tomatensauce. Gastronomisch ist das immer Mahlzeit. Fleischklößchen mit dieser Tomatensauce, die Sie eingeführt haben, Mahlzeit. Die hat irgendwie nicht. Guten Appetit. Wer ist denn das? Mal irgendein neuer. Hallo, Ober. Hallo, Gast. Was bist du denn hier? Psst. Hast schon wieder vergessen, was du besorgen sollst? Ja, Schatz. Halbes Pfund. Feine Leberwurst. Leberwurst. Orangen. Orangen. Butter. Butter. Und Brot. Und Brot. Und nachher, wenn wir nach Hause kommen, machen wir uns einen schönen Abend. Ja. Seit 14 Tagen, sage ich dir, bestelle einen Tisch für heute Abend. Ja, aber. Wir müssen ja froh sein, dass du uns nicht an eine Würstchenbude stellst. Bitte, Magda, nicht heute Abend. Immer bist du so streng zu mir, wenn du von deiner Frauengruppe kommst. Die Herrschaften suchen einen Platz. Was dachten Sie denn, dass wir für die Halsarmee sammeln? Meine Frau hatte heute wieder ihren Gruppennachmittag bei den Sindelfinger-Pantherinnen. Ja, da könnte etwas männliche Verstärkung vielleicht nicht schaden, ja, was? Wie wär's denn bei dem Herrn da drüben? Wunderbar, was sagt ihr beiden? Aber klar, ist doch alles in Ordnung. Ja. Oder, Elisabeth? Der Mann scheint sehr nett zu sein. Wenn ich bitten darf. Ja, bitteschön. Nicht doch. Naja. Die Plätze sind doch noch frei. Nicht?
Guten Tag. Das ist sehr freundlich von Ihnen. Guten Tag. Guten Tag. Tag. Wissen die Herrschaften schon, was Sie trinken wollen? Einen Aperitif vielleicht? Oh ja. Ja, also wir nehmen einen... Einen heißen Tee mit Zitrone. Bitte? Es wird sicher noch etwas dauern. Die Herrschaften müssen ja in Ruhe wählen. Na, nun unternehmen was. Warum sollen wir einen heißen Tee nehmen? Mit Zitrone. Ich habe doch bereits auf allen Ihren Plätzen gesessen, bevor Sie kamen. Die sind doch nur noch frei, weil es da zieht wie Hechtsuppe. Also ich spüre nichts. Ja, das spürt man meistens auch erst am nächsten Tag so richtig. Obwohl es gibt Gäste. Die haben die erste Nierenkolik schon kurz vorm Zahlen. Haben Sie die Herrschaften beraten, ja? Bitte viermal Tee mit Zitronen. Sehr gerne. Und du hättest doch einen Tisch bestellen sollen. Was nimmst du, Albrecht? Was hältst du von einer Fischsuppe vorneweg, Schatz? Oh ja, Fischsuppe hatte ich lange nicht. Alle Achtung, Sie haben Mut. Wieso? Sie sind heute das erste Mal hier? Ja, wir wollten nämlich heute Abend hier. Ja, da können Sie es ja auch gar nicht wissen. Sehen Sie die Fotos dort drüben an der Wand? Das waren die Ehrengäste anlässlich der letzten Fischwoche in diesem Lokal. Der halbe Stadtrat. Die Bilder von den anderen werden gerade gerahmt. Ich sage Ihnen, wenn hier mehr als drei Politiker gleichzeitig Fisch essen, sind garantiert eine Woche später Neuwahlen fällig. Ich habe plötzlich gar keinen so großen Hunger mehr. Ich auch nicht. Naja, vielleicht eine Kleinigkeit. Der Tee. Was darf ich den Herrschaften zu essen bringen? Mein Mann kommt soeben 35 Jahre zu spät darauf, dass ihm Kleinigkeiten gut täten. Herr Ober. Ja, bitte. Könnte ich bitte einen Zahnstocher haben? Im Moment sind leider alle besetzt. Entschuldigen Sie, aber es sieht so aus, als ob der Wein, den Sie gerade bestellt haben, nicht mehr auf Lager ist. Würden Sie stattdessen einen Chateau Buissel 1962 probieren? Erlesen im Geschmack und ein guter Jahrgang. Wenn Sie mal. Chateau Buissel, hm? Oui. Sehr schön, den nehme ich. Guck mal. Guck nicht so hin. Der arme Kerl. Was habe ich noch nie gesehen. Im Fernsehen nicht? Und noch nie bei einer Illustrierten. Ist weiter. Ob das da das Rosnikow'sche Syndrom ist? Nie. Da müsste ja der ganze Körper unschwer aufgehängt sein. Schwerelos, meinst du? Verbessere mich doch nicht immer, wenn du mich sowieso verstanden hast. Aber dieser russische Professor, der Klimov, der hat bei Handoperationen... Sauerbruch war das. Das hat er schon im Krieg gemacht. Ich spreche von Klimov. Und außerdem habe ich das beim Friseur gelesen. Da warst du gar nicht dabei. Und zwar hat dieser Klimov anstelle der üblichen Nachbehandlung... Wenn du weiter so rumtrompetest, wirst du mich noch verscheuchen. Nie, nie, nie! Weil er das Unterhautfettgewebe niemals aushalten würde, nie! Welche Beweise? Entschuldigung, der Herr, ich möchte nicht neugierig sein, aber das wissenschaftliche Interesse lässt uns keine Ruhe mehr. Mir und meiner Frau auch nicht. Darf ich Sie fragen, was Sie da haben? Ein kleines Bier ist das. Nee, ich meine, da an der Hand. Ach, das da, ja. Ja, das ist eine Unterwasseruhr. Ganz schick, ne? Aber sehr unpraktisch. Ein Brötchen, bitte. Brötchen? Käse oder Salami? Egal, nur rasch, bitte. Ich hab's eilig. Macht 65 Pfennig. Ja, danke. Hier haben Sie eine Mark.
Leider kann ich nicht wechseln. Kann ich Ihnen für die 35 Pfennig was anderes geben? Ja, ist gut. Eine Limo. Eine Limo, ja, danke. Moment, Moment. Ich krieg noch 25 Pfennig. Die Limo kostet 60. Ach so, hier haben Sie eine Mark. Ja, Moment, leider kann ich nicht ausgeben. Kann ich Ihnen für den Rest Pommes frites geben? Pommes frites, ja. Bitte danke. Schön. Moment, jetzt haben Sie noch 30 Pfennig gut. Eine Bockwurst? Eine Bockwurst. Jetzt sind wir Wokwit, ja? Nicht ganz. Sie geben mir eine Mark und ich gebe Ihnen einen Groschen raus. Ah ja, hier haben Sie eine Mark, ja. Leider habe ich keinen Groschen. Ein Kaugummi, ne? Kaugummi, ja, danke. 25 Pfennig macht, da kriege ich noch 15 Pfennig. Ja. Ich habe ein 2-Mark-Stück, ja. Ja, was kann ich Ihnen dafür anbieten? Ach, ich hab's. Ich habe einen Stich. Ein Bienenstich. Ja, und der kostet? 1,22 Mark. Jetzt haben Sie noch 63 Pfennig gut. Ich gebe Ihnen 2 Mark und Sie geben mir 1,37 Mark. Na, was darf sein? Ein richtig schönes, kühles, gepflegtes Pilz, bitte. Geht leider nicht. Warum? Weil der Brauereiwagen Unfall hatte. Und der wollte heute Nachmittag liefern. Naja, nun kommt er erst morgen. Und so lange ist eben der Pilz alle. Darf es denn auch ein Hellet sein? Also bitte. Dürfen Sie doch nicht mehr sagen, so ein Wort. Bitte? Nein. Dafür haben wir extra die Dose aufgestellt. Und wer so ein Wort sagt, muss 50 Pfennig reinschmeißen. Wer kommt denn auf so eine Idee? Ist ja für einen guten Zweck. Kriegt der Paar. Ist mir doch egal. Rede, wie ich will. Habe ich schon als kleines Kind getan. Das will ich so weitermachen, bis ich eines Tages meinen zukneife. 2 Mark. Spiel. 2,50. Da geben Sie mir erstmal Kleingeld. Na, wenn Sie so weitermachen, werden Sie ja keins mehr brauchen. Guten Abend, Theo. Guten Abend. Mann, Wetter ist das wieder. Mein Wagen, diese alte Karre, zieht auch nicht mehr richtig. Bloß weil so ein Block von Mechaniker in dieser Werkstatt wieder mal gebaut hat. Mach 2,50, Herr Meier. Ach, dieses Ding da. 3 Mark. Ach, du kannst es das. Na komm, ich lade dich dazu ein. Quatsch. Das können die sich von mir aus von klatschen. Das ist doch nichts wie. Das kostet aber 1 Mark. Was soll er dir dann wieder? Und kosten je 50 Pfennig. 1 Mark? Mach 2 Mark? Und sogar ein Heiermann. Mann kennt die Wörter. Da kommt man sich ja wie ein Lahm vor mit seiner Anziehung. Da hast du recht. Das kommt nämlich alles nur von dieser Bildung, dass man sich diesen ganzen überhaupt gefallen ist und solche Typen auch noch in den kriegt. Hier aufhören. Sie sind mal wieder der lachende Dritte. Ist das überhaupt erlaubt? Das weiß ich nicht, mein Sohn, aber ich finde es irgendwie ganz irre.